Hallo liebe Trash-Spieler, ich bin Pando und ich möchte euch im Namen von RPG Guides in diesem Video einmal durch den Trendstar Feinschmecker-Erfolg führen, für den ihr alle Nahrungsmittel und Getränke an Bord der Talus One einmal zu euch genommen haben müsst. Das hört sich einfach an, ist es aber gar nicht, weil einige Sachen tatsächlich relativ selten zu finden sind. Sowas wie Kaviar oder eine Zitronentorte oder vielleicht auch der Veggie-Mix sind jetzt nicht so häufig vertreten und daher möchte ich euch einige Fundorte dafür zeigen. Es gibt einige Orte, an denen tatsächlich sehr viele Nahrungsmittel verschiedener Art versammelt sind und ihr relativ viele dementsprechend auch einsammeln könnt. Aber es gibt keinen Punkt, wo es alle gibt und auch an diesen zwei, drei guten Punkten gibt es nur eine etwas kleinere Auswahl. Deswegen habe ich jetzt hier gerade schon mit ein, zwei Sachen begonnen, die jetzt nicht so, die an den großen Punkten jetzt nicht so doll vertreten sind, sag ich mal. Also ihr hattet da zum Beispiel diesen Methusala-Apfel oder das Duckbier jetzt hier gerade in der Maschinenhalle. Und das sind halt ein, zwei Sachen, die ihr am Anfang schon mal recht schnell mitnehmen könntet und natürlich euch für den Spieleinstieg auch ein bisschen mehr Gesundheit geben. Ich denke, die solltet ihr auf alle Fälle nicht verpassen. Das erste große Lager, was ihr tatsächlich anstreben könnt, wo ihr bereits eine größere Auswahl an Nahrungsmitteln und Getränken bekommt, ist die eine Rettungskapsel, die außerhalb der Station treibt. Also wenn ihr im ersten Spielabschnitt seid, wie ich jetzt gerade, dass ihr das erste Mal tatsächlich den Außenbereich betretet, weil ihr ja gerade das Antriebssystem bekommen habt und so, also aus der Maschinenhalle raus seid, dann gibt es nur eine einzige Rettungskapsel, mit der ist Danielle Shaw irgendwann mal von der Station geflohen. Und die steuert ihr an. In der findet ihr quasi zwei Kühlboxen. In der einen ist ein Verbandskasten und sowas. Und in der anderen Kühlbox ist alles Mögliche an Nahrungsmitteln. Und damit habt ihr dann schon mal den ersten großen Batzen abgedeckt. Also da ist Glucaris drin, was so ein bisschen seltener ist. Dann sind da diese Spiralti-Cookies, Captain Priest, Fischstäbchen, so ein Sky King, Granatapfel, Udon-Nudeln und so ein Zeug alles. Ach ja, ich mache das Ganze hier so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge, also wie ihr die Bereiche normalerweise entdecken würdet. Wenn ihr was Spezielles sucht, könnt ihr auch in der Videobeschreibung einfach mal klicken. Ich habe ein paar Zeitstempel hinterlegt mit Objektnamen, also mit Nahrungsmitteln, die ihr so suchen könntet eventuell. So, das nächste Problem ist die Mondschattenzitrone, die findet ihr hier im Shuttle Dock. Die Shuttle-Abteilung erreicht ihr, sobald ihr mit der Maschinenhalle fertig seid. Eine weitere Mondschattenzitrone könnt ihr noch in der Psychotronik finden, in der Materiallager, in einer der Zellen liegt eine. Storymäßig bewegt ihr euch dann als nächstes durchs Arboretum. Jetzt hinten rechts quasi die Treppen hoch wäre eine Sprinkleranlage, mit der ihr so eine Gartenquest starten könnt. Die erzeugt zwar auch Nahrungsmittel, aber den Questgegenstand, den ihr dadurch bekommt, den braucht ihr nicht essen, um die Trophäe zu bekommen. Aber wir brauchen tatsächlich auch eine Tomate, die auch bei der Quest rauskommen würde. Und diese Tomate findet ihr hier in dieser kleinen Kiste. Ich bin jetzt hier quasi unter Alex Büro, aber zur besseren Orientierung zeige ich euch das nochmal kurz auf der Karte. Also, ich bin jetzt quasi über dem Looking Glass, was es im Arboretum gibt. Das nächste große Nahrungslager ist quasi auf der Brücke. Die Brücke erreicht ihr auch über einen Gravelift vom Arboretum aus, also am östlichen Ende ist so eine Waffenkammer und daneben der Gravelift. Und da könnt ihr, wie ihr sehen könnt, ein, zwei Getränke abgreifen. Hier so ein Zufallssimsung. Auch jetzt ist auch noch mein Inventory voll. Und dann gibt es da auch noch einen Besprechungsraum. Dafür gibt es hier, glaube ich, sogar zwei Stellen, an denen ihr Zugangskarten bekommt. Solltet ihr auf alle Fälle nicht verfehlen können. Der Brückenbereich ist jetzt nicht so groß und in diesem Besprechungsraum steht auf dem Tisch alles Mögliche: ein Popstar-Getränk, dann die Zitronentorte vor allem, weil das ist hier so ein super seltenes Ding, hier sonnengetrocknete Tomaten und so weiter. Und damit haben wir jetzt schon fast alle Orte abgeklappert. Also ich schicke euch jetzt noch einmal in die Besatzungsquartiere, da gibt es eine Menge Zeug zu holen und dann gehen wir noch in den Frachtraum und damit habt ihr den Erfolg dann hoffentlich zusammen.
So, okay, die Besatzungsquartiere sind ein bisschen umfangreicher. Ich klappe jetzt mal so ziemlich alle Nahrungsmittel ab, die ich hier gefunden habe. Das hier war jetzt quasi der Freizeitbereich. Also ich bin jetzt gerade am Eingang gestartet, wie ihr sicherlich erkennen konntet. Hier gibt es erstmal ein bisschen Gin. Und im Regal stehen jetzt Pommes. Was waren das? Die Cookies, genau. Und theoretisch, ich bin mir nicht sicher, inwiefern das Zufallsloot von den Leuten ist. Also hier gab es jetzt mal zum Beispiel Bonbons. Von daher will ich nicht zu viele Orte zeigen, an denen man Container looten muss. Und dementsprechend zeige ich euch hier tatsächlich Objekte, die so in der Gegend rumstehen und die ihr somit garantiert finden könnt. Ich habe mir für den Guide extra eine Excel-Tabelle zurechtgelegt und geguckt, dass ich jeden Gegenstand, also jedes Nahrungsmittel, mindestens einmal in dem Video zeige, viele sogar zwei oder dreimal. Von daher solltet ihr hoffentlich keine Probleme haben, an das ganze Zeug anzukommen. Ich habe mich außerdem bemüht, immer Orte zu wählen, für die ihr jetzt keine besonderen Keycards oder sowas braucht. Von daher ist das hoffentlich alles recht einfach zu erreichen und ihr solltet keine Probleme mit dem Erfolg haben, selbst wenn ihr so einen zusätzlichen Erfolg noch wie keine Nadel macht, für den ihr keine Fähigkeiten besitzt oder ähnliches. Wie ihr seht, verlaufe ich mich aber selbst manchmal so ein bisschen. Entsprechend werde ich nicht alles in einem Rutsch zeigen. Ich werde aber immer versuchen, wenn ich was Neues zeige, möglichst wieder vom Startpunkt aus zu laufen, damit ich euch hier bei dem Weg nicht zu sehr verwirre. Wobei, ich denke mal, in den Besatzungsquartieren werdet ihr eine Menge Zeit verbracht haben. Ich laufe jetzt zum Quartier von Will Mitchell. Diese Zugangskarte, die ich hier benutzt habe, bekommt ihr vom Koch, der nebenan in der Kantine ist, also was ebenfalls zu den Besatzungsquartieren gehört. Für Will sollt ihr dann diese Medaille hier holen, also wenn ihr das erste Mal mit dem geredet habt. Den Sekt, den ich jetzt mitgenommen habe, den braucht ihr nicht unbedingt hier, den bekommt ihr gleich in der Kantine bzw. der Küche auch nochmal. Aber die Medaille ist halt eine wichtige Sache. Also wenn ihr das erste Mal hier reinkommt in die Besatzungsquartiere, dann sind hier ein paar Leute Gedanken kontrolliert von einem Telepathen und der Koch redet die ganze Zeit von Puppen. Und wenn ihr die beiden Telepathen erledigt habt und die Leute befreit habt, dann könnt ihr hier zu diesem Küchenfenster kommen. An dem gibt euch der Koch dann die Schlüsselkarte, um in das Quartier zu kommen, in dem ich gerade war. Und da müsst ihr die Medaille holen. Die Medaille gibt euch dann quasi den Zugang in die Küche. Also sobald ihr die übergibt, dann lässt euch der Koch rein durch diese Tür und dann könnt ihr quasi die Küche plündern. Da haben wir dann auch wieder ein bisschen Aalsülze. Das zeige ich euch, glaube ich, auch nicht so häufig hier in dem Video. Davon gibt es auch nur 3 oder 4 Fundorte im Spiel. Ja, und hier auf dem Tresen sind noch ein, zwei Getränke. Ich glaube, in dem Gefrierschrank sind tatsächlich noch mehr Nahrungsmittel, aber ja, das ist ein bisschen gefährlich, da reinzugehen, sage ich jetzt einfach mal. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Was ich jetzt gerade in dem Durchgang verpasst habe, ist der Veggie-Mix. Den möchte ich euch nochmal kurz zeigen. Den findet ihr in Dr. Kellscrubs Quartier. Dafür braucht ihr eine Zugangskarte und die bekommt ihr in der Psychotronik. Also da, wo ihr das Psychoskop bekommt und zum ersten Mal kalibrieren sollt, da liegt in dem Direktorbüro Dr. Kellscrubs Leiche und der hat zwei Zugangskarten. Eine davon ist für dieses Quartier halt gewesen, womit ihr dann den Veggie-Mix hättet. Und jetzt gehe ich zu Alex Hughes Quartier. Um den Lift hier zu aktivieren, müsst ihr den Notizzettel aus dem Abstellraum ganz links vom Eingang der Besatzungsquartiere holen. Und um in das Quartier selbst hier reinzukommen, braucht ihr die Zugangskarte, die ihr aus dem Tresor bekommt, welcher wieder in Alex Hughes Büro ist und da im Tresor liegt. Die Tresorkombination bekommt ihr wiederum durch die Wer ist Dezember Quest. Also die entsteht automatisch. Ihr müsst nur einmal in die Neuromod-Abteilung gehen. Da findet ihr Dezember dann bei dem den Tresorcode. Damit geht ihr in Alex Hughes Büro, holt euch aus dem Tresor die Zugangskarte und dann fahrt ihr hier hoch. Aber alle Sachen, die in Alex Quartier waren, waren jetzt eigentlich doppelt, also nur so als Sicherheit quasi, da müsst ihr nicht unbedingt hin. Ein wichtiger Ort, wo es jetzt viele Nahrungsmittel gibt, ist hier die Versand- und Eingangabteilung im Frachtraum. Hier ist so ein Riesentisch mit allen möglichen Klamotten drauf. Und das ist jetzt wirklich der letzte Ort, den ich euch hier zeigen möchte. Wenn ihr an diesem Punkt der Geschichte angekommen seid, was so, ich sag mal so, das Ende des ersten Spielabschnitts ist, dann
oder der Anfang des zweiten Spielabschnitts, dann solltet ihr die Trophäe bereits haben. Ja, und damit bin ich mit dem Video auch schon durch. Ich hoffe, meine Ausführungen konnten euch ein wenig weiterhelfen und ihr gebt dem Video als Dank ein Like. Ich verabschiede mich, macht's gut, bis zum nächsten Video.